Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte auch noch einmal auf den Ursprung dieses Gesetzes kurz eingehen. Weil das sogenannte QSL-Gesetz, also das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehrer an hessischen Hochschulen, ist ja erst einmal ein Titel, der sehr technisch klingt. Aber ich will darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein historisches Gesetz seinerzeit war, 2008. Weil eben 2008 wir in diesem Haus die Entscheidung getroffen haben, die Studiengebühren abzuschaffen. Und dieser Gesetzentwurf hat den Hochschulen die wegfallenden Mittel kompensiert. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen im Haus auch so. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich in über 12 Jahren Zugehörigkeit zum Hessischen Landtag niemals so gerne meine Hand für einen Gesetzentwurf gehoben habe wie zu diesem Gesetz. Geht vielleicht nicht allen im Haus so, aber ich denke, für viele war das damals wirklich eine große Errungenschaft, dass wir diese bildungspolitische Verwirrung aus der Ära Roland Kochs beheben konnten. Von daher ist es ein historisches Gesetz, über das wir reden. Und es war damals sehr, sehr notwendig und sehr richtig. Wir haben 4 Lesungen dafür gebraucht, okay, aber. Aber man muss auch sagen, es ist nicht nur ein Erfolg, der in diesem Haus erzielt wurde, sondern es waren vor allem die Studierenden, die sich 2 Jahre lang gegen Studiengebühren gewehrt haben, und auch Verbündete in den Gewerkschaften, Initiativen, Studierende, die damals Straßen besetzt haben und Autobahnen. Ich erinnere mich an Menschen, die haben damals ein Wissenschaftsministerium besetzt. Ja, heute ist die Hausbesetzerin die Ministerin. Wir haben 80.000 Unterschriften damals gesammelt zur Abschaffung der Studiengebühren. Und deshalb finde ich, kann man da schon noch einmal daran erinnern, dass damals mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken die Studiengebühren abgeschafft wurden. Das zeigt, dass Veränderung möglich ist. Und wir haben es ja nicht nur in Hessen geschafft, sondern Hessen war damals der Beginn davon, dass man Studiengebühren bundesweit wieder abgeschafft hat. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg, den wir hier damals beschlossen haben. So, aber jetzt genug der Sentimentalität. Das muss auch einmal sein. Richtig ist, und darauf wurde hingewiesen, dass das Gesetz noch immer auf dem gleichen Stand ist, wie eben die Einnahmen durch Studiengebühren 2008 waren, oder 2007 damals, nämlich die 92 Millionen Euro. Das war damals die Höhe der Studiengebühren, und auf der Höhe ist dieses Gesetz eben seitdem eingefroren. Und diese Mittel, das haben wir ja damals lang und breit diskutiert, wie können wir die verwenden, wie können wir das schaffen, dass die Hochschulen diese Mittel eben auch wirklich zu einer Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studiums nutzen können. Und damals haben wir eben auch festgelegt, dass es eben eine studentische Mitbestimmung bei der Vergabe der Mittel geben soll, um eben auch die Demokratie an den Hochschulen zu stärken. Und es ist ja so, dass die Hochschulen eben diese Mittel selber verteilen innerhalb der Hochschule. Jetzt gab es in den Jahren danach auch immer mal eine Debatte darüber, werden diese Mittel eigentlich wirklich werden die so genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollten. Weil wir natürlich auch die Situation hatten, dass durch die chronische Unterfinanzierung von Hochschulen natürlich auch immer mal wieder QSL-Mittel in andere Bereiche oder es zumindest den Verdacht gab, dass es in andere Bereiche fließt, was ich den Hochschulen gar nicht vorwerfe, weil natürlich angesichts der Hochschulfinanzierung und ich erinnere mich noch damals an die Kürzung der Mittel im damaligen Hochschulpakt natürlich einfach die Unterfinanzierung so eklatant war. Deswegen, grundsätzlich ist es total richtig zu sagen, wir müssen die QSL-Mittel dynamisieren und wir müssen die anwachsen lassen, weil natürlich die 92 Millionen Euro im Jahr 2008 eine ganz andere Summe war, als sie im Jahr 2020 ist. Das ist richtig. Ich habe ein paar offene Fragen, die, glaube ich, dann eben auch mal im Anhörungsprozess klären muss, zu der Frage Überführung in die Grundfinanzierung zum Sockelbudget. Da gibt es ein paar konkrete Fragen, auch zu der Frage der studentischen Beteiligung. Da ist mir auch noch nicht ganz klar. Da gibt es, ist mein Eindruck, auch ein bisschen Verunsicherung an den Hochschulen, ob die studentische Beteiligung in dem Bereich so erhalten bleibt. Das können wir diskutieren im Ausschuss. Grundsätzlich will ich noch einmal sagen, dass natürlich dadurch, dass die Studierendenzahlen so stark gestiegen sind in Hessen, ist die Erhöhung der Grundfinanzierung um 4% natürlich bei weitem nicht bedarfsdeckend angesichts der Steigerung der Studierenden. Und es ist darauf hingewiesen worden, dass wir, was die Betreuungsrelation an hessischen Hochschulen angeht, auf dem vorletzten Platz sind bundesweit. Also wir einfach eine wirklich schlechte Personalsituation haben. Und darauf hat ja auch Kollegin Eisenhardt schon vorhin hingewiesen, dass wir die Situation haben, dass eben
dass eben diese kurzfristig vergebenen Mittel, also die, mit denen man nicht langfristig planen kann, immer auch zu kurzfristiger Beschäftigung führen. Weshalb ich ja noch einmal sehr darum werbe, dass wir uns grundsätzlich noch einmal mit der Frage der Hochschulfinanzierung auseinandersetzen. Weil ich finde, zum einen das ist es eine Frage des Volumens, dass Hochschulen unterfinanziert sind. Zum anderen ist es aber auch eine Frage, wie die Mittel eben vergeben werden. Und da ist eben der wachsende Anteil von Drittmitteln in der Hochschulfinanzierung, auch teilweise Drittmittel, die durch Landesprogramme wie Löwe vergeben werden, bringen eben das Problem, dass die Hochschulen nicht vernünftig planen können. Also von daher, weil das muss man ja auch sehen, dass die QSL-Mittel ja ein kleiner Teil sind in der Hochschulfinanzierung. Das ist ein wichtiger Teil, weil es damals natürlich auch notwendig war, zu sagen, die Hochschulen sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, sondern das soll ausgeglichen werden. Aber im Gesamt ist es natürlich jetzt nicht so ein ganz großer Teil der Hochschulfinanzierung. Also von daher, historisches Gesetz, das wir hier verändern. Gut, ich meine, vielleicht hätte man es damals gleich auch dynamisieren sollen, aber gut, hätte man damals auch überlegen können. Aber es war trotzdem ein gutes Gesetz, es war ein wichtiges Gesetz und es war absolut sinnvoll, das zu machen. Aber jetzt nach 12 Jahren zu sagen, dass diese Mittel erhöht werden müssen, ist absolut richtig. Im Detail haben wir ein paar Fragen, aber die Dynamisierung im Grundsatz ist richtig. Und zum TOD-Gesetz gibt es nicht allzu viel zu sagen, weil das wird einfach nur verlängert und wir werden das nächstes Jahr gemeinsam mit dem Hessischen Hochschulgesetz dann wohl novellieren. Von daher diskutieren wir das TOD-Gesetz dann, wenn die Novelle vorliegt. Vielen Dank.